Hallihallo, da sind wir wieder zurück bei World of Warcraft. So, jetzt gehen wir endlich an die Quest, um dieses Steuergerät für diese Magathas, nicht Magas. Das habe ich in der letzten Folge, glaube ich, falsch gesagt. Egal, um diese Fesseln zu deaktivieren. Und dafür müssen wir jetzt wieder hier hoch. Toll. Ich muss mich wieder daran gewöhnen, dass meine Maustaste wieder nicht funktioniert. Man sollte sie doch einfach zurückgeben. Oh, schnell und heimlich schleichen gehen. So, wir müssen jetzt hier runter. Das heißt, wir haben da noch ein Stückchen Weg vor uns. Und ich glaube, na komm, wir nehmen doch wieder das Mount, das ist besser. Juhu, wir haben wieder Pegasus. So ein süßes Pferdchen. Und ich glaube, so wie es leuchtet, riecht es auch nicht nach Pferd. Ist auch schon mal ein Vorteil. Apropos, wenn wir jetzt hier schon auf dem Weg sind, dann können wir jetzt auch noch kurz versuchen, dieses Viech zu fangen. Diesmal würde ich aber sagen, verändern wir mal die Reihe von diesen Viechern und zwar setzen wir den an die zweite Stelle. So, und los geht's. Ey, er ist schon wieder grün, das finde ich gut. So, jetzt hauen wir mal Fliegen rein und dann nur noch die Einsen und nicht das mit dem zu viel Angriff, weil sonst kriegen wir den nicht mehr. Wir können es natürlich trotzdem versuchen, aber wäre mir ehrlich gesagt nicht so recht. Das ist es nicht wert. Also die, die es nicht wissen, hier gibt es ja extrem viele verschiedene Haustiere, wie man sieht. Und man kann jedes Haustier oder jede Art von Haustier maximal dreimal haben. Das heißt, das ist dann egal, ob das grau, blau, grün oder lila oder sowas ist. Also lila gibt es bei den Haustieren noch nicht, aber die Farbe ist völlig egal. Da reicht nur der Name, dass es diesen Namen maximal dreimal geben darf. Das heißt, wenn ihr irgendwie mal zu viele Haustiere habt und ihr trefft irgendwo einen blauen und ihr wollt aber unbedingt diesen blauen haben und ihr habt aber schon drei, dann werft den grauen, wenn es geht, weg. Wenn es den grauen nicht geht, dann werft den weißen weg. Wenn ihr den auch nicht habt, dann werft halt den grünen weg. Ihr könnt die ja freilassen oder verschenken. Also die kann man auch als Päckchen an Freunde verschicken teilweise. Ich hoffe jetzt, unser Kernhundwelpe stirbt bei diesem Versuch nicht auch noch. Könnte natürlich auch mit dem hier nochmal draufhauen. Weil so viel Schaden macht er jetzt auch nicht. Ich glaube, das machen wir auch am besten. Oh, das war knapp. Das war verdammt knapp, sage ich euch. 28 HP. Scheiße, das war echt knapp. Okay, 7 ist auch verdammt knapp. Gut, und damit kommt die Schlange in Einsatz. Sage ich doch. Und wir versuchen weiterhin zu fangen. Und irgendwann klappt es, so wie jetzt zum Beispiel. Juhu, wir haben's! Und jetzt müssen wir das Ankona-Huhn töten. Und da war es, glaube ich, diesmal wäre es von der Reihenfolge her besser, wenn wir zuerst hier den da drauf hauen, also dieses langsam machen, dann das Einbuddeln und dann die Einsen. Das Einbuddeln hat einfach einen Countdown von 4 Runden, wo wir es nicht verwenden können. Und in der Zeit wäre es ja nicht schlecht, wenn wir dann trotzdem Schaden machen und das nicht ganz am Ende machen und das dann eigentlich zweimal brauchen könnten. Ihr wisst, was ich meine. Oh, die Musik ist weg. Warum darf der jetzt zweimal hauen? Blödes Huhn. Oh, 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 das ist verdammt scheiße. Okay, wir haben alle tot. Gut, dann ist es halt so, ist egal, wir haben das Viech gefangen und das ist das Wichtigste. Wir müssen jetzt noch nach da vorne und ich glaube, da wäre es jetzt am besten, wenn wir die Katzen gestellt haben und hier die... Ach, wir sind ja noch verkleidet, wir können hier ja einfach durchlaufen. Das hatte ich jetzt total vergessen. Sollen wir mit ihr sprechen? Was führt euch zur alten Agatha? So, die hätten wir freigelassen. Oder ist es ein der? Ich finde, Magatha klingt eigentlich eher wie ein Frauenname. Sprecht mit Magathas Grimmtotem in Schattenödnis in 1000 Nadeln. Okay, jetzt ist unsere Versteckdings weg. Das heißt, wir machen uns unsichtbar. Versteckdings. Unsere, wie heißt's? Verkleidung. Das ist das Wort.
Und wir müssen jetzt hier nach vorne durchschleichen. Was hat's denn da vorne für lustige Tiere? Ach nee, das ist ein Fels. Das sah aus wie so ein Braunbär irgendwie so. Ein rumhängender Braunbär. So, und ab hier können wir eigentlich reiten, weil die kommen uns eh nicht hinterher. Yay! Das heißt, die Questreihe haben wir jetzt gleich abgeschlossen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und wenn dann irgendwie mal eine kleine Pause wäre, dass wir noch nicht direkt hier in der Gegend weiter questen, sondern irgendwie in ein anderes Gebiet müssten, weil das hier ist ja eigentlich nur bis 45 gedacht und wir sind jetzt, glaube ich, 44 oder sind wir schon 45? Ne, wir sind 44. Oh, oh. Oh, oh. Verdammt. Da hätten wir nicht so rennen sollen. Gut, dann müssen wir die halt... wir werden mit grünem Schmodder bespuckt. Nee. Aber wir haben ja das Gebiet hier bald durch. Ich vermute sogar, dass das wirklich eine der letzten Quests hier in dem Gebiet ist. Weil wir, soweit ich weiß, ein bisschen zu früh hier reingekommen sind. Und dann schauen wir mal, was wir die Folge noch machen. Dann gehen wir, würde ich sagen, auf jeden Fall noch nach Orkima. Und von da aus dann in das nächste Gebiet. Und... ja, dann würde ich sagen, schauen wir, dass wir morgen mal einen Dungeon machen. Weil das haben wir jetzt wirklich schon länger nicht mehr gemacht. Dachte gerade, das wäre ein Haustier, aber das war ja hier. Oh, wir haben immer noch keinen Skorpion als Haustier. So, und hier vorne ist Magatha. Oh, da ist ja Arikara. Oder Arikara. Er lebt. Vorsicht mit dem, was ihr sucht. Sammelt die vier Elemente des Schattens, Luft, Erde, Feuer und Wasser. Löst die gebundene Wut der gebundenen Vortex. Gut, ich würde sagen, wir müssen da rein. Wie zur Hölle sollen wir hier Blut finden? Luft? Ist doch nicht hier eingeschlossen, oder? Doch, ist es. Oh, verdammt. Jetzt haben wir zwei getankt. Das ist ein bisschen blöde. Dürfte aber nicht allzu viel ausmachen. Urak. Jetzt wurden wir von Erde durchbohrt. Na, hattest du auch heute schon ein Stück Erde im Arsch? So, die zwei Quests hätten wir und hier haben wir das Erdenelement gefunden. Jetzt müssen wir weiter. Da vorne hat es noch eins. Gebundene Wut getötet. Dann gehen wir da mal hin. Das ist kein Elite-Mob, das heißt, wir müssten ihn so schaffen. So, und jetzt hauen wir diesmal zuerst die Nummer 6 drauf mit diesem Zerfetzen. Weil das ja nochmal ein ziemlich guter Blutungseffekt ist. Der macht ja 2000 Schaden im Verlauf von 16 Sekunden. Also das lohnt sich auf jeden Fall. So, und jetzt könnten wir ihn eigentlich schon stehen lassen. So, können wir. Nicht könnten. Gut, dann haben wir hier, glaube ich, das Wasser. Genau. Und müssen jetzt noch weiter, um die nächsten Elemente zu finden. Du wirst also gegen mich kämpfen. Warum stehen hier eigentlich überall Blutelfen rum als Verteidiger? Ich finde, die Gegend ist eigentlich eher für Untote. Andererseits erinnert es mich schon ziemlich stark an Burning Crusade und da sind sie eigentlich eher die Untoten. So, jetzt müssen wir gucken. Ich glaube, wir schleichen hier am besten durch. Nicht, dass wir nachher nochmal kämpfen müssen. Gebundener Vortex. Stirb, du blöder Vortex. Nein! Oh, Gott sei Dank hatten wir gerade nicht genug Energie, hey. Huiuiui! So, jetzt können wir die 1 nochmal draufhauen, dass der wieder blutet. Mit dem Effekt. Weil ich meine, zu viel bluten können die sowieso nicht.
So, und wo ist da jetzt... Ach, das ist da oben drauf, okay. Okay, dann kämpfen wir halt noch mal kurz. Und dann schauen wir nach oben. Aua. Schon wieder Erde im Hintern. Ja toll, jetzt hat es irgendeinen Krümel auf meinem Mauspad. Ich vermute, es ist noch ein Stück von einem Handy. So. Wir haben Luft gefunden. Nein, unser Inventar ist voll, verdammt. Dann würde ich sagen, was könnten wir wegwerfen? 87 Kupfer, das klingt doch gar nicht schlecht. Können wir hergeben. Jetzt brauchen wir aber noch was wir hergeben können. 83 Silber, das ist zu viel. 28 ist das billigste bis jetzt. 6, weg damit. Weil wir müssen ja gleich nochmal so ein Elementarteil finden. Wow, so. Und dieses Teil ist, glaube ich, irgendwo da vorne. Jedenfalls laut Map. Und ich dachte mir noch, wir müssen gegen ihn kämpfen. Wären wir auf dem Weg geblieben, dann hätten wir nicht noch den anderen getankt. Wie ist es eigentlich, wenn man betäubt ist? Warum spürt man dann keinen Schaden mehr? So. Wo ist dieses Erdenelement? Ist es das hier? Nee. Ach, da vorne ist es hier. Das Schöne ist, wir dürfen hier gleich wieder zurück. Eine Schabe. Die haben wir aber auch schon. So, und der letzte Kampf vorerst. Das heißt, abgesehen vom Rückweg halt. Stöhnen nicht so viel. Gib mir das Zeug, was ich will. Oh, sie reiert. Hey, wir haben doch extra noch was weggeschmissen gehabt. Und nicht bedacht, dass die Leute ja noch was droppen. So, jetzt haben wir alle Elementarteile. Und jetzt können wir, glaube ich, wieder zurück zum die Quest abgeben. Und verdammt, unsere Waffe geht kaputt. Aber ich würde sagen, das machen wir mit dem Mount, dann sind wir schneller. Es ist echt schade, dass wir das ganze Gras hier noch nicht ernten können. So schnell die Quest abgeben. Ja, die habt ihr schon. Ich habe keine Zeit für Torheit. Oh, Questen in, Quest in 1000 Nadeln. Erhalte den Verdammnisstein. Moment, den Erfolg will ich mir jetzt nochmal kurz angucken. Schließt 60 Quests in 1000 Nadeln ab. Oh Gott, waren das schon so viele. Das ist ja krass. Dass das so viele waren, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wobei, das war, stimmt schon, das waren halt viele kleine Quests. So, und jetzt müssen wir nochmal hier rein und den Verdammnisstein holen. Und der dürfte hier genau in diesem Ding da drin sein, bei diesem Animus. Warum heißt das Teil Animus? Das ist doch, das sind doch die Figuren aus Assassin's Creed. Und ich glaube, den müssen wir besiegen. Ja, das müssen wir. Wie, wir können... Ach so. Elementare Nullifizierer. Zerstören. Hier gab es doch so ein Lied von Rammstein. Hoppla. So, jetzt hat er wieder Bluten drauf und kriegt noch... Hey, lass den Mist.
Nochmal bluten. Jetzt hat er zwei ziemlich kräftige Blutungseffekte drauf. Und stirbt jetzt gleich. So. Und da haben wir den Verdammnisstein. Und ab wieder raus mit uns. Oh, da ist ja noch ein. Hilfe. So, dann geben wir den Verdammnisstein jetzt noch ab. Und da holen wir das teuerste. 86,17. Ja, dann nehmen wir den. Sprecht mit Possig auf Fissels und Possigs Turbodampfer in 1000 Nadeln. Oh, dafür bekommen wir eine Robe der 1000 Nadeln. Aber die haben alle wieder minus Beweglichkeit. Das ist doch zum Kotzen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Schaffen wir es von hier aus direkt ins Wasser? Ja, das schaffen wir. So, und ab aufs Bötchen und fahren wir hoch, oder? Nee, runter. Wir müssen ja hier hin. So, jetzt können wir eigentlich hier nochmal schauen, was es da alles genau gibt. Wir haben hier die Gemaschen. Mit 6 Beweglichkeit weniger. Wir haben die Robe mit Intelligenz, Ausdauer und Tempo. Die macht gar keinen Sinn für uns. Rüstung, Tempo und Ausdauer. Tempo ist zwar nicht schlecht, aber Beweglichkeit ist an sich wichtiger. Und Ausdauer brauchen wir somit, soweit ich weiß, gar nicht. Intelligenz und Willenskraft brauchen wir eigentlich auch nicht. Das ist alles schön und gut, wenn wir Heiler wären, aber nicht, wenn wir als, als Katze hauptsächlich spielen. Was machen wir denn da jetzt? Ich weiß nicht, 12 Tempo ist schon nicht schlecht. Ausdauer weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was es bringt. Ich würde sagen, wir nehmen den hier. Vor allem, weil es auch einfach eines der teuersten ist. Also ich meine, das ist... Hoppla, wo sind wir jetzt hin? Da müssen wir hin. Ist halt ein netter Nebeneffekt, dass es so teuer ist. So. Und gleich sind wir da. Hallo? Das dachte ich, reicht es eigentlich, wenn man hier einfach die Gestalt ändert, aber das ist wohl nicht so. So, und jetzt müssen wir da hinten noch eine Quest abgeben. Ich vermute, das ist die wieder oben und nicht unten. Was wir natürlich auch machen könnten, ist zuerst verkaufen. Könnten. Machen wir aber nicht. Habe ich euch nicht schon mal irgendwo gesehen? Wir nehmen die hier. Vielen Dank. Tanaris ruft. Sprecht mit Max und Schredder... Was? Schredderschreck in Gadgezahn in Tanaris. Haltet die Ohren offen. Das heißt, wir müssen jetzt in der nächsten Folge hier runtergehen. Und das ist unser neues Gebiet. Und da können wir uns schon ein bisschen in die Richtung dorthin aufmachen. Das heißt, wir laufen jetzt einfach mal nach unten in die Kneipe und organisieren dort einen Händler. Damit wir schon mal teilweise was verkaufen können. Wir werden dort noch nicht uns reparieren können. Das gibt es hier in dem Gebiet irgendwie gesamt nicht. Also ich habe ganz ehrlich in diesem ganzen Gebiet hier nicht einen Typen entdeckt, bei dem man seine Rüstung reparieren kann. Nicht heilen, reparieren. Wie geht's? So. Und was hatten wir hier noch zu verkaufen? Diesen Streitkolben, das Fleisch, eine pelzige Tatze, eine Rubinkette. Den können wir noch verkaufen. Und dann legen wir den hier mal noch kurz an. So, auch verkauft. Wir haben 103 Gold, liebe Leute. Das ist nicht schlecht. So, und jetzt können wir mal hier hinten noch hochschauen, weil da waren wir noch gar nicht. Oh, das ist ja gar keine Treppe. Ich dachte, das sah aus wie eine Treppe. Entschuldigung. Aber mal im Ernst, wenn man hier steht, das sieht doch wirklich aus wie eine Treppe. Ach Mann, das ist Mobbing. Und das muss natürlich auch genau im Let's Play passieren und nicht einfach so. Dann hätte ich es wenigstens verheimlichen können. Gut. Hier oben gibt es
wahrscheinlich auch niemanden, der reparieren kann. Hier vielleicht. Da schläft jemand. Nee, aber ich glaube, sonst wird es ja auch bei uns angezeigt werden. So, wir schauen jetzt mal noch kurz, wo wir am nächsten hinfliegen können. Hallo? So, das heißt, wir müssen jetzt hier in den Süden runter. Dann machen wir uns dahin noch auf den Weg. Würde ich jetzt vorschlagen. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber können wir von mir aus noch machen. Oh, da ist ja ein Steg, den habe ich gar nie gesehen. Ich glaube, da sind wir auch schon mal außen um das Schiff rum. Was? Ich war doch an der Wasseroberfläche. Was ist denn dein Problem? So, und auf geht's nach da unten. Und hier unten... Hallo? Nee, wir müssen hier rüber, genau. Hier sind wir dann gleich in Tanaris und können dann dort noch die Quest abgeben und dann machen wir dort Ende. Weil dann haben wir auch hier schon wieder ein gutes Gebiet abgeschlossen. Warte mal, Würgetang. Sollte theoretisch skillen, macht's aber nicht, warum auch immer. Warum springst du jetzt rückwärts? Oh, oh. Nee, der ist friedlich. Das sieht hier interessant aus. So schön leuchtend. Sieht aus wie so eine Düne irgendwie. Irgendwie eine Wüste. So, und jetzt haben wir hier unseren Windreitermeister. Da können wir direkt noch unseren Flugpunkt holen. Ah, ich hätte jetzt total Lust, weiter aufzunehmen. Aber ich muss jetzt gleich los. Verdammt. Aber die Musik hier ist auch einfach so super. So, und jetzt brauchen wir noch eine... Da vorne ist ein Reparaturtyp. Und da ist die Quest zum Abgeben. Dann gehen wir uns erst kurz reparieren und dann geben wir die Quest ab. Oh, ein Bergbaulehrer. Den brauchen wir nicht. Wir brauchen den Büchsenmacher, glaube ich. Ja, genau. Hui, 60 Silber, das ist teuer. Und der hat nichts für uns. So, dann würde ich sagen, geben wir unsere Quest ab. Und dann beenden wir die Aufnahme für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch oder wie auch immer. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.